Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man und dem Beagle. Okay, ich wusste nicht, dass das geht, aber wir holen uns das Verbrechen. Wer wäre so dumm, Fists Ausverkauf zu überfallen? Hi. Aua. Das sind ja echt viel Aua. Nein, ausweichen. Ausweichen. Die mit Waffen sind ja easy, wenn ich ehrlich bin. Die tun echt weh mittlerweile. Sag mal, kann es sein, dass ich für das Gebiet noch etwas zu schwach auf der Brust bin? Ich beende gerne Überfälle. Man muss feste Grundsätze haben. Danke. Kein Thema. Nur noch dich, Spider. Oh, er hat nur noch mich. Jetzt habe ich ja schon 1 von 5 Verbrechen gemacht, obwohl ich das gar nicht wollte. Na egal, da muss ich rüber. Die Kinder lieben mich. Ich glaube, ich schlage mich als Superheld auch gar nicht so schlecht. Zumindest bemühe ich mich, dass keine Verbrechen bei mir stattfinden. Yuri hat unauffällig gesagt. Besser den Hintereingang. Wir benutzen den Hintereingang, aber Klärchen. Oh mein Gott, was passiert da? Ich verliere die Geduld. Wo ist die Akte? Hier ist noch jemand. Sie muss sie haben. Die Masken. Wer sind diese Typen? Warum haben die alle mal so bescheuerte Namen? Wir werden die Akte finden. Die Hand, die Maske. Das ist übel. Sie töten sie, wenn sie mich bemerken. Ich muss sie leise ausschalten. Okay. Yuri, der Alarm war echt. Maskierte Schützen und eine Geisel. Sieht nach einem Raubüberfall aus. Da geht's nicht weiter. Verstanden. Ich schicke Einheiten. Sorg dafür, dass die Situation nicht eskaliert. Alles klar. Okay, aber... Oh. Ich muss leise sein. Die anderen dürfen mich nicht bemerken. Wie kann ich den denn wegholen? Warte, ich versteh's nicht. Sie wollen mir hier irgendwas zeigen und es... Ja, und dann? Schieße Netze auf Oberflächenobjekte, um Gegner abzuholen. Ach, den Netzschießer. Drücke R1, um Netzschießer abzu... Das sah übrigens schmerzhaft aus. Eingesponnen sehen sie irgendwie kuschelig aus. Okay, das mag ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber sei es drum. Ich sollte ihn von oben einspinnen. Oh, Vorsicht. Wo sind die denn? Okay. Wie lautlos kann er denn sein? Du bist jetzt mal ruhig. Wie mache ich's denn? Da kommt jemand. Sie werden mich hier unten sehen. Okay.
Okay, nee, nicht so wirklich. Mal schauen, was ich von hier aus. Hier ist noch jemand. Bestimmt. Sie muss die Akte haben. Wenn hier jemand ist, wo denn bitte? Yanjing Zhen Dadian. Yo, Kyla. Okay. Gegner mit Sorgen dafür, dass du von Gegnern in der Nähe entdeckt wirst, wenn sie angegriffen werden. Du kannst sie ablenken, indem du nah. Okay. Scanne mit. Okay. Ich glaube, das war schon in Ordnung. Hey, was ist das? Weiß ich nicht. Die gehört definitiv. Keine Bewegung. Ups. Oh, ich war gar nicht Kumpel, eingeblendet. Sehr gut. Ein Cent für jedes keine Bewegung und... Hey, Pete. Mary Jane. MJ? Was machst du denn hier? Dasselbe wie du. Arbeiten. Zumindest bis eben. Oh, ich glaube, die gehört dir. Ja, danke. Also Robbie schickt dich zu einem Einbruch für den Bugle? Naja, Robbie weiß eigentlich gar nicht, dass ich hier bin. Und vor ein paar Minuten war es auch noch kein Einbruch. Aha. Ich werde es dir erklären. Entschuldigung? Hi, Mary Jane Watson. Ich berichte über Fisks Besitz. Hallo? Craig sagte, wir machen das morgen. Ich bin derzeit gerne voraus. Tja, ich nicht. Sie müssen morgen wiederkommen. Gut. Okay. Tut mir leid. Hey, Craig. Nein, tut mir leid. Wir brauchen wohl doch etwas anderes für unser Cover. Ich weiß nicht, vielleicht das Expressionistische? Wissen Sie was? Ich glaube, heute passt es doch. Sicher? Sie sind hier, sofort ist immer am besten. Danke. Craig, vergiss es. Alles gut. Fangen wir an. Sehen Sie sich um und machen Sie sich mit den Objekten vertraut. Ich warte bei der Baku-Statue auf Sie. Alles klar. Wie, ich spiele Mary Jane? Okay. Aber ich habe doch gar kein... Ich habe einen Spinnensinn als Mary Jane. Ich gebe zu, ich habe nicht zugehört. Ich habe der lieben Cupcake-Katze geantwortet. Ich hatte ja nämlich quasi presented, dass die... Fisk hat Peter damit bei ihrem ersten Kampf aufgeschnitten wie ein Würstchen. Pete konnte fliehen, ist halbtot bei mir zusammengebrochen und ich musste ihn mit Dads Auto in die Notaufnahme bringen. Der erste von vielen Auftritten als Schwester MJ. Zu vielen. Oh, komm. Aber lieben tust du ihn trotzdem noch. Wir wissen alle, wie das mit euch ausgeht. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es kein Happy End ist, aber es ist ein Happy End. Kann sie so auch schneller gehen? Jo, kann sie, Tatsache. Zack, zwei Niho-Wächter. Dieses Bild kann ich nicht ertragen. Zu viel Spannung zwischen den beiden Figuren. Also richtig weiß ich eigentlich gar nicht. Zeigt Reisen außer Kyotos. So wunderschön. Ein Teil von mir würde am liebsten alles hinwerfen und um die Welt reisen. Aber mein Leben und meine Arbeit sind hier. Und Peter ist hier. Just say. Sagen Sie, wenn Sie anfangen möchten. Klingt gut. Wie hat Fisk das genannt? Vanessa? Vanessa, seine Verlobte, zumindest in der Serie. Als erstes ein Knaller.
Ein einzigartiger Kakimon Baku. Oh, wunderschön. Ist das ein Mifune? Ganz genau. Mr. Fisk hat einen guten Geschmack. Haben Sie ihn vor seiner Festnahme gut gekannt? In einem beruflichen Kontext. Ich habe viele seiner Verkäufer abgewickelt. Gehen wir doch weiter. Ja. Was willst du mir sagen? Sie weiß, glaube ich, selbst nicht so genau, was sie mir zeigen möchte. Anders kann ich es mir nicht erklären. Dieses exquisite Stück veranschaulicht den traditionellen Parashikomi-Tintenklecks-Effekt. Die beiden Nio sind sehr beeindruckend. Kein Wunder, dass Fisk dieses Stück gefallen hat. Das ist sein Stil. Er liebte die Dualität. Der Zerstörer schreit, aber der Schöpfer müht sich im Stillen. War bei den Verkäufen, die sie abgewickelt haben, jemals etwas illegal? Nein. Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt so. Nicht, dass ich wüsste. Nein, mein Controller! Mary Jane, wie siehst du? Die hat ein ziemlich cooles Outfit an. Das könnte auch ich so tragen, tatsächlich. Mein ja nur. Ich komme. Ja. Hier die filigranen Goldintarsien dieses zeremoniellen Teeservice. Ein Freund beim Bezirksanwalt erwähnte, dass Fisk über Kunstverkäufe gestohlene Waren veräußert. Davon würde ich sicher nichts wissen. Natürlich. Oh, natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob Ihnen nach seiner Festnahme im Nachhinein etwas seltsam vorkommt? Wissen Sie was? Meine Zeit wird langsam knapp. Natürlich. Warum machen Sie nicht schon mal das Coverfoto? Als ich meinem Freund gesagt habe, dass ich über Sie berichte, meinte er, Ihr Name käme ihm bekannt vor. Nur das Foto bitte. Stellen Sie sich dahin. Sind Sie sicher, dass Sie mir nichts über Fisks Aktivitäten sagen möchten? Vielleicht ganz im Vertrauen? Ich glaube, Ihre Leser würden sich nicht interessieren für... Verdammt! Warten Sie hier bitte! Oh, Moment! Ich kenne diese Statue. Ich muss ein Foto machen. Die dürfte eigentlich nicht hier sein. Erledigt. Craig, ich rufe Sie zurück. Meine Liebe? Ja? Ich denke, Sie sollten gehen. Warum? Oh, könnte ich kurz die Toilette benutzen? In Ordnung. Folgen Sie mir. Danke. Hier ist es wirklich schön. Ja, und Sie werden... Ist der ein wenig gut, um mich hier erinnert? Die erinnert mich an Cupcake-Katze. Beeilen Sie sich. Und das nicht nur, weil ich gerade mit dir geschrieben habe, sondern... Ich bin sofort wieder da. Because reasons. Hast du Probleme, Mädchen? Na gut. Hallo, Craig. Komisch, dass Sie anrufen. Weil Ihre Reporterin nicht die Lobeshymnen singt, die wir vereinbart hatten. Nein, sie ist jetzt hier. Ich muss in das Hinterzimmer. Wenn die Statue das ist, was ich denke, wird das eine riesige Story. Was meinen Sie damit, er musste umplanen? Leise. Wenn sie nicht Ihre Reporterin ist, wer ist sie dann? Wer ist in meinem Auktionshaus? Oh mein Gott. Nein, ich vertraue Ihnen überhaupt nicht. Als erstes werde ich das Fräulein Enthüllungsjournalistin festnehmen lassen. Oh, Scheiße. Und danach werde ich Ihnen den Kopf abreißen, Craig. Mist, sie ist sauer. Ja, das ist eine Drohung. Was Pete hat mir davon erzählt. Fisk hat darin Beweise versteckt. Warum haben die Cops sie hier gelassen? Ich weiß, dass man sie öffnen kann. Aber wie? Ob es hier wohl irgendwelche Hinweise gibt? Dahinter ist der Neo. Aber er sieht anders aus. Ah, okay, warte mal. Vielleicht ist das der Trick, ich muss... Nee. Die Statue ist beweglich. Die gebräuchlichste Pose ist verborgene Kraft. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne.
Also, was hat sie gesagt? Mund, geschlossener Mund, linker Arm unten, rechte reißt nach vorne. Versuchen wir das doch mal. Vielleicht lässt sich das bewegen. Versuche ich. Nee. Bin ich jetzt... Wie kriege ich denn die Schnude zu? Ah, so kriege ich die Schnude zu. Sehr schön. Fast. Aber ein Teil fehlt. Was hat sie nochmal gesagt? Toll. Untersuchen. Umdrehen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Warte mal. Mund geschlossen, linker Arm linker runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Also Mund geschlossen, linker Arm unten, rechte Handfläche weist nach vorne. Okay. Was kriege ich hin? So, ich muss jetzt mal überlegen. Aber von mir aus oder von denen aus? Warum kann ich hier nicht mehr... Warte mal, irgendwas fehlt tatsächlich. Zu Fisk ist sie sicher netter. Ich habe doch alles gemacht, was die wollen. Oh. Die habe ich schon mal gesehen. Ja, das ist es. Das fehlte mir, Leute. So geht das nicht. Wieso? Ja, natürlich geht das so. Passt. Ist aber nicht richtig. Nein, aber... Nein. Leute, was? Muss sie wirklich alles nachgucken? Die Hand sitzt dann nicht richtig, richtig? Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Ach so, ich kann den Gegenstand aus... Ach, shish, warte mal. Ich glaube, den habe ich hier gesehen, den Gegenstand. Das ist der lange Stab, Leute. Das ist der lange, beschissene Stab. Warte mal, ich muss mal eben was gucken. Ich kann hier nämlich nichts mehr bewegen. Das heißt, das stimmt. Ja, aber das wird doch nicht funktionieren, Leute. Passt. Ist aber nicht richtig. Nee, weil der große Stab das Richtige ist. Ich verstehe es nicht, Leute. Hä? Ich verstehe es wirklich nicht. Aber den großen hat er mir ja nicht genommen. So geht das nicht. Ich verstehe es nicht. Leute, ich verstehe es wirklich nicht. Es ist der große. Es ist der große. Passt. Ist aber nicht richtig. Sag mal, wollt ihr mich trollen oder so? Ihr wollt mich doch gänzlich verarschen, oder?
Ich habe keine Ahnung, was die wollen, Leute. Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Leute, was will die von mir? Was? Es kotzt mich gerade so an. Leider ist Fist davor, also weiß ich auch nicht, was die hier von mir wollen. So, und laut Bild hier vorne... Er hält etwas in der Hand. Ja, das... Danke, habe ich gemacht. Und dann hat sie die ganze Zeit gesagt, oh, das geht aber nicht. Leute, ihr wollt mich doch jetzt echt ein bisschen verarschen, oder? Passt. Ist aber nicht richtig. Passt, ist aber nicht richtig. Aber sie sagt mir auch nicht, wie es richtig gemacht wird. Das kotzt mich gerade an. Mann! Ach, halt die Schnauze. In einer seiner Hände ist etwas. Aber was? Ja, dieses scheiß längliche Ding, was ich ihm jetzt schon 7-mal in die scheiß Hand gepackt habe. Mann! Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Leute, dieses beschissene Scheiß... Oder hat er dieses kleine Teil in der Hand? Ich kann es kaum glauben. Ich probiere es mal, weil was bleibt mir über? Das große Teil macht's ja nicht. Ja. Das ist gerade so ein Fick-Dich-Moment, ehrlich. Norman Osborn. Was ist das? Teufelsatem. Was ist Teufels... Was zum... Entschuldigung, Sir. Sie dürfen nicht... Yeah. Mit der nicht Rückhand. Gut. Wo ist die Statue? Da drin. Wenn ich mich jetzt verstecken muss, habe ich ein Problem. Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Du hast Glück, dass du noch lebst. Sagt der Kerl, den ich vor 5 Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay. Du versteckst dich da, ich schalte die bösen Jungs aus und du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Hört sich gut an. Schön, dich zu sehen, Pete. Ja, gleichfalls. Obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe. Lustig. Ich habe es mir genauso vorgestellt. Oh. Hat sie ein neues Parfüm? Konzentrier dich, Pete, konzentrier dich. Chindung! Ja, okay, natürlich. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Bitte, tun Sie mir nichts. Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Oh nein. Sie sind alle... Er ist eine Gefahr. Aber der auch. Der ist okay, Pete, mehr. Ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas nach... Oh, Leute, das ist doch... Mann, jetzt bin ich bei diesen scheiß Stühlen hängen geblieben. Gleich ist die Geisel tot, ne? Ach, kotzt mich das gerade an.
Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der... Ach komm, ihr seid doch Schweine! Ich mache einen Cut rein, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein.